gerade an Flüssen, die so, sag ich mal, bis 3,5 Meter tief sind, da ist unser Catcrank wirklich eine Macht. Dieses hochfrequente Vibrieren, das macht die Waller verrückt. Man muss so ein bisschen was beachten, vor allen Dingen braucht man eine passende Rute, wie hier die 240er Evocat, die auch mit solchen leichten Ködern gut umgehen kann. Der ist nur so ungefähr 7,5 cm lang, 3 Meter Tauchtiefe. Gerade in strömenden Gewässern hat man ja schon die Situation, dass die Welse eher auf Grund liegen. Und da muss der Köder auch hin. Und das ist einfach so der riesengroße Vorteil von einem Crankbait. Der läuft halt zwangsläufig in Grundnähe, wo die Welse auch stehen. Man sieht hier ja die Form, der ist sehr schmal von oben. Ja, und dadurch, wenn er so quasi gegen die Strömung kommt, hat er wenig Angriffsfläche. Und dadurch läuft er schön stabil in der Strömung. Aber nicht nur in strömenden Gewässern kann man den Catcrank fischen. Dieses hochfrequente Vibrieren funktioniert natürlich auch, ähnlich beim Vertical Jig, in Stillgewässern oder ganz langsam fließenden Flüssen. Insofern ist es schon Allrounder, solltet ihr wirklich mal probieren.